Servus Leute, Florio von Bicycle. Heute habe ich euch eine kleine Review vom Canyon Grail CFSL. Am Namen erkennt man bereits Material und Gewichtsklasse. Das Carbon Gravel Bike bringt in Größe M rund 9,4 Kilo auf die Waage und ist damit zwar kein Fliegengewicht, aber für ein Gravel Bike ausgesprochen leicht. Optisch hebt es sich von dem Alu-Modell deutlich ab durch den veränderten Rahmenaufbau und den markanten Doppeldeckerlenker. Werfen wir einen Blick auf die Ausstattung. Wir haben hier einen Grail mit einer soliden Einsteigergruppe der mechanischen SRAM Apex 1. Die 1x11-Schaltung wird nicht von Canyon verbaut, ist aber immer wieder mal bei privaten Verkäufen zu finden. Bei Canyon geht es serienmäßig mit Komponenten einer Preisklasse darüber los. Generell sind 1x11-Gruppen ziemlich beliebt, da sie mit dem einen Kettenblatt vorne und dem fehlenden Umwerfer weniger anfällig sind und unkomplizierter in Erwartung und Instandhaltung. Zum Rahmen. Schotterpisten, Stadtverkehr und Kopfsteinpflaster mit einem Carbonrahmen klingt nach wie vor etwas verkehrt, bringt einen aber maximal bequem ans Ziel. Das Carbon dämpft die Vibrationen und ist zudem noch steif genug, um ein sicheres Fahrgefühl und Handling zu haben. Für einen Bikepacking-Trip ist das Grail etwas spezieller zu beladen, da es keine Anbaupunkte an Gabel und Oberrohr hat, zumal das Oberrohr durch den Knick nicht unbedingt geeignet ist, Taschen darauf oder darunter anzubringen. Allerdings lassen sich Lenkerrollen hervorragend anbringen und stapeln, da die Flexzone nach hinten versetzt ist und Platz bietet. Genaueres zu den Besonderheiten und der Geometrie habe ich in dem markierten Video schon mal erläutert. Kleines Fazit: Styletechnisch bekommt das Grail hier eine 8 von 10, da das Cockpit mit Doppeldeckerlenker und Kabeln doch etwas wirr aussieht und die spezielle Optik des Rads die Lager spalten. Mit der rennradähnlichen Sitzposition und dem geringen Gewicht bekommt das Rad 9 von 10 Performance-Punkten. In Sachen Preis-Leistung vergebe ich 10 von 10 Punkten. Rahmen und Gabel sind aus Carbon und mit der SRAM Apex hat man eine preiswerte funktionierende Gruppe. Falls ihr auf der Suche seid nach einem Gravelbike oder ähnlichem, schaut bei bicycle.com vorbei. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ciao, ciao.